herzlich willkommen zurück, Leute, zu Findet Nemo. Benjutui, wollte ich sagen. Ja, im letzten Part haben wir hier unten so ein bisschen die Lagune erkundet. Unter anderem haben wir ein Minispiel gewonnen. Wir haben Blubber wiedergefunden. Ach was, den haben wir doch schon im vorletzten Part wiedergefunden. Auf jeden Fall haben wir 3 Puzzleteile schon mal eingesackt. Und jetzt hier sind wir in der Fischhöhle, könnte man sagen. Ja, und dem großen Fisch hier müssen wir jetzt die Zähne ausschlagen, besser gesagt abschießen. Man kann es zwar mit Granateneiern machen, muss man aber nicht. Normale Eier gehen auch, da brauchen wir 3 Treffer für jeden Zahn. Ja, das Ziel. Wir hatten es ja schon im letzten Part, nicht wahr? Ich sehe nichts. So, und ich hoffe, ich muss zugeben, ich habe jetzt gerade eine kleine Zweitaufnahme gestartet. Denn vorhin ist mir der Emulator abgeschmiert und der wollte nicht neu laden. Dann müssen wir halt eben jetzt nochmal machen. Ich sehe nichts. Mano! Ah, Kamera! Oder besser gesagt, Fisch! Ich schwimme mal ein bisschen voraus, dann treffe ich ihn vielleicht besser. Ja. Ich schwimme dahin, er schwimmt dorthin. Toll. Ah, vielleicht doch ein bisschen vorausschwimmen. Ja, hier können wir unten auch noch lang, aber da wollen wir jetzt nicht lang, denn wir müssen in den Fisch hinein. Da kriegen wir jetzt vielleicht auch mal einen Zahn abgeschlagen. Ja, der dicke ist schon mal weg. So, der zweite ist ab. So, nochmal kurz vorausschwimmen. Vorausgesetzt, der schwimmt jetzt auch dorthin, wo ich hinschwimme. Nein, tut er natürlich nicht. Der weiß schon, was ihm bevorsteht. Ja, ist jetzt zwar ungewöhnlich, das hier so abzuschießen, aber hey. Könnte schlimmer sein. Nee. Ja, jetzt schwimmt er wieder in die andere Richtung. Mano. Weißt wohl, was ich vorhabe, hä? So, und den letzten Zahn. Oder hat er der auf der anderen Seite jetzt noch 2 Zähne übrig? Weiß gar nicht. Nee, es war nur noch der eine hier. Komm schon. Kling. So, das Mäulchen ist offen. Boah, aber ich finde das so ekelhaft, ey. Wir müssen jetzt in diesen Fisch hinein. Uah. Ich will nicht, aber wir müssen. Boah, ey, guckt euch das an. Ist das widerlich. Im großen Fisch. Das sieht hier so eklig aus. Und die Musik ist auch nicht schöner. Ekelhaft. Aua, ja. Hol mir doch eine runter, ey. Ganz ehrlich, man kann froh sein, dass das hier nicht in High Definition ist. Ich will auch gar nicht wissen, wie das dann aussehen würde. Also, Hut ab für den Realismus hier an die Grafiker, aber trotzdem. Ich hasse es. So, wir hören ja einen Jinju. Ich hoffe, es ist ein gelber. Dann hätten wir den komplett... Nö, ist ein schwarzer. Der dritte von 9. Jui, du kannst hier raus. Ich noch nicht. Ich muss ja sagen, das ist ja eines meiner größten Albträume, so in der Reihen rumzulaufen oder geschluckt zu werden. Manche mögen das ja erotisch finden, ne? Aber ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist doch widerlich, da die so... Nee, kann ich nicht nachvollziehen. Absolut nicht. Ich will so schnell wie möglich hier raus, aber erstmal müssen wir noch einen hier retten. Nanu, wer bist du denn? Ah, du bist wohl von der Rettungstruppe. Nur wenn der Preis stimmt. Ich bin die frohe Freundin, die Partnerin von Jolly Roger. Ich war mit Blobbers Wellenreiter unterwegs, als mich dieser Fisch anfing verschluckte. Das Fischmaul ist jetzt offen. Du kannst nach Hause gehen. Wunderbar. Wir haben bald Happy Hour und Jolly Spielunke und... und er wird meine Hilfe brauchen. Hast du zufälligerweise ein Puzzle? Oder musst du Jolly fragen? Ich bin sicher, er gibt dir eins. Könnt ihr mir doch sagen, was ihr wollt? Das ist doch keine richtige Frau. Das ist eine Transe. Allein schon von der Stimme her. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gemacht wurde, weil das nicht anders möglich war, weil das ein Frosch ist, aber...
Ey, kommt schon. Rare und ihre versauten Anspielungen, da kann man doch nichts anderes zu sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel auch mal den Namen von den Flicken anders lesen würde, ja, ich sag mal. ja, Rare. Mit Conker's Bad Fur Day haben sie da ja erst richtig auf die Kacke gehauen, aber na gut. So, raus aus dem dicken Fisch. So, die Zähnchen liegen hier immer noch rum. Das ist so widerlich, ne. Kann ich nichts anderes zu sagen. Wie gesagt, einige mögen es erotisch finden, wenn bei der Vorstellung gegessen zu werden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, da müssten doch eigentlich die Alarmglocken schrillen. Ich verstehe das nicht. So, und du Kraken wirst jetzt auch nochmal hier schön Eis essen. So, kommt dir zugute, mehr oder weniger. Einmal Kalamari am Stiel. So, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Oh. Na sowas. Erstmal will ich die Honigwabe hier haben. Ja, das war ein bisschen vorbei und das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich wollte den Zoomer anstellen, den Sucher. So. Ich will die Wabe! Juhu! So, die hätten wir. So, und hier können wir schon zum Endgegner, Leute, aber für den werde ich mich von Humba Wumba verwandeln lassen, allein schon wegen der Munition. Das kommt einem besser hier zugute. Und da hinten ist ein Minispiel. Das können wir auch nur machen, wenn wir uns verwandeln. So, aber wenn wir uns hier mal die Spins angucken. Hier sind jede Menge Namen drauf. Ich weiß nicht, ob das Namen von Mitarbeitern sind, aber der hier, der ist doch eindeutig. Der Spin von Davy Jones. Auch bekannt aus SpongeBob und Fluch der Karibik. Nun gut, bei Fluch der Karibik war es eher mehr eine Büchse, aber trotzdem. So, und hier war auch noch ein Warpfeld. Wo war das? Hier. So, schön aktiviert. Und dann wollen wir mal weiter. Ich drücke mal die falsche Taste. Wieso? So ein paar Eierchen werde ich hier auch noch brauchen. Hier sind auch noch ein paar. Bitte die normalen Eier. Danke. Kann ich mich hier nämlich eher gebrauchen im Moment. So, war die nochmal ein bisschen. Mal ein bisschen warten. Genau. Wo war denn jetzt das andere Nest? Hallo? Regeneriere dich. Wo bist du? Scheint wohl gerade so ein bisschen verschollen zu sein. Da kommt hier jetzt nichts mehr nach? Habe ich einen Bug ausgelöst? Scheint mir gerade so zu sein. Na gut. Gehen wir mal hier weiter. Hier ist ja noch so ein Kalamari. So, schlucken. Ja, das funktioniert hier aber auch echt nur, wenn man das Maul von dem Viech trifft. Aber ich liebe Eis. Der gefriert sofort. Aber der Mensch nicht. So ein Quatsch. Was dreht sich denn da wieder für ein Mist? So, hier müsste auch irgendwo ein Jinju sein. Ja, das hier machen wir auch gleich auf. Irgendwo war hier eine Truhe mit einem Jinju. Das weiß ich noch. Wo ist denn die? Ach, genau hier vor unserer Nase. Moment, musste ich dazu jetzt Granateneier nehmen, oder? Wartet mal. Ich probiere mal ganz kurz was aus. Ah, das geht so auch. So, und wo ist der Jinju? Ist ja auch ein Schwarzer. Ja, hey! Der vierte von neun. Ja, hui! Wunderbar. Haben wir auch noch ein paar Eierchen? Ich brauche jede Menge Eierchen. Jede Menge. Also sobald wir den X-Sheet haben, werde ich den auch aktivieren. Aber das wird kein Spaß. Wenn ihr euch ja beim letzten Mal erinnert, wie das im Code-Rahmen ablief. Uiuiui. Oder kennt von euch jemand eine bessere Einstellung dafür? Also, ich würde es sehr begrüßen, wenn mir das jemand nennen könnte. Dann hätte ich mit der Steuerung vielleicht nicht so ein Problem. Dann würde das mit dem flotten Flugobjekt auch ein bisschen besser passen.
So, zur Klunkerkluftmine. Ja, wunderbar, da müssen wir sogar auch hin. Ups. Ich wollte die Eiseier einschalten. So, jetzt können wir das hier einfrieren. Dann können wir einfach durchschwimmen. Man kann die zwar auch mit Granateneiern dann zerstören, aber das mache ich nicht. Das wäre verschwendete Muni. Mache ich nicht. Nö, also wenn man es nicht machen muss, dann mache ich es auch nicht. Die Eiseier reichen im Moment vollkommen. Jetzt war hier noch eins. So, das letzte. So, vor allem würde das nichts bringen. Wenn wir jetzt nämlich wieder gleich zurückgehen, sind die Ventilatoren eh wieder da. So, Hallöchen! Der vierte von fünf. So, wunderbar. Wenn wir nämlich jetzt noch den letzten finden, dann haben wir die grüne Ginger-Familie auch komplett. So, die gelbe glaube ich eigentlich auch. Davon fehlt uns so auch nur noch ein einziger. Ja, seht ihr? Die sind nämlich wieder aufgetaucht. Na gut, aufgetaucht sind sie sowieso. Wow, das war jetzt knapp. Das war jetzt wirklich knapp. Da hätte ich mich jetzt dran schneiden können. Nein! Oh! Okay, ich werde jetzt mal ein bisschen kurz langsamer schwimmen. Ich möchte nämlich nicht zersäbelt werden. Das war schon in Conker's Bad Fur Day eklig genug. Irgendwie habe ich in letzter Zeit das auch so komisch, das mit Conker's Bad Fur Day zu verbinden. Kann das sein? Ja, irgendwie schon, ne? So. Ich weiß, dass es hier aber auch noch eine zweite Röhre gab. Die führt uns auch noch mal kurz in die sechste Welt. Da kriegen wir auch noch ein Puzzleteil, aber das ist nicht hier. Hier müssten wir aber noch dahin kommen. Und hier war irgendwo noch ein Warpfeld. Da. So, schön aktiviert. Nein, ich wollte mich nicht warpen. Ich wollte einfach nur schneller schwimmen. So, und hier ist wieder ein Kraken. Zum Glück tinten die uns nicht voll. Sonst hätten wir nämlich echt ein Problem. So, einmal schön Eis geschluckt. Boah, so ein Eis, das könnte ich jetzt ehrlich gesagt auch vertragen. Gerade bei dieser Hitzewelle wieder. Es ist ja momentan jetzt ein bisschen abgeschwächt, aber trotzdem. So, hier waren wir schon drin. So, hat der noch was Nützliches für uns, dieser Fisch? Nö, hat er offenbar nicht. Ah, genau, das hier können wir ja auch noch öffnen. So, Kasumi, walte deines Amtes und Torpedo frei! So, mal gucken, was denn hier drin war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich nicht, was hier drin gewesen ist. Antike Schwimmbäder. Ah, ja. War hier noch irgendwas Besonderes? Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Ah, hier ist noch ein Jinjo. Oder war es ein Minjo? Das war ein Minjo, denn den weißen, glaube ich, hatten wir ja schon. Stimmt, ja, den hatten wir schon. Mein Fehler. Ja, aber ansonsten ist hier nichts. Bis auf da oben. Seht ihr das? Eine Cheeto-Seite, aber an die kommen wir so überhaupt noch nicht dran. Man hat jetzt entweder zwei Möglichkeiten. Entweder man geht mit dem Solo-Segler. Da kann ich schon mal so viel spoilern. Den lernen wir noch. Oder mit speziellen Eiern können wir da dran. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bevorzuge die Eier-Variante. So, aber sonst war hier jetzt nichts mehr. Ich werde mich jetzt nochmal kurz zum Anfang begeben. Denn da können wir nämlich noch was machen. Da kriegen wir nämlich auch noch ein Puzzleteil. Vielleicht gehe ich auch noch mal ganz kurz zurück in die Stadt und hole das Puzzleteil ab, was wir jetzt noch von Jolly Roger bekriegen können. Mal gucken. Nacktropf, triff! So. Geht doch. So, und ich glaube, ich sollte vielleicht mal kurz Eiseierchen tanken, denn die brauchen wir. So, du hattest Eier, ne? Ne, der da oben, der hatte welche. Aua! Mann!
jetzt habe ich Granateneier eingesammelt. Na gut, auch nicht schlimm. So, denn was das Ding hier ist, das erfahren wir jetzt. So, Kasui. Reiter! Wunderbar. Das Türchen ist offen, also gehen wir doch gleich mal rein. Und jetzt achtet mal genau auf die Musik. Im UFO? Ach du meine Güte. Wir sind hier echt in einem Raumschiff. Ich werd bekloppt. Aliens! Seid gegrüßt, erbärmliche Erdlinge. Wow, echte Aliens. Heißt einer von euch Elvis? Nein, wir heißen Alf, Betty und Gammo. Außerdem sitzen wir in der Patsche. Lass mich raten, du musst nach Hause telefonieren? Nein, dafür haben wir ein Mobiltelefon. Die Antriebseinheit unseres Schiffes ist erschöpft. Sie wird mit Eis betrieben, das wir nicht haben. Da können wir sicher irgendwie aushelfen. Ja, und wie wir das können. So, und der Jinjo weiß ich noch ganz genau, das ist ein Minjo. Also lassen wir uns von dem besser nicht täuschen. Ja, die Aliens haben kein Eis mehr. Das ist natürlich sehr, sehr scheiße. So, und ich werde jetzt extra mal ranzoomen, damit das mit dem Zielen klappt. So. Aktiviere schnell die anderen Kristalle. Ja, das mache ich. So, und das mit einem Zeitlimit. Vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen so... Danke, Erdbär und Vogel. Bitte geht jetzt von Bord. Wir müssen abreisen. Wir kommen zu spät zum Abendessen. Habt ihr irgendeine Belohnung? Wir sind auf etwas Glänzendem gelandet. Wie wäre es damit? Geht jetzt. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Wir sind ja schon weg. Aber muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die heißen Alpha, Betty und Gammo. Also besseren Namen gibt's nicht. Ja, und Elvis, den gibt's nicht euch. Der ist schon lang gestorben. Hauptantrieb aktiviert. Navigationssensoren aktiviert. Merkwürdige Lichtquelle aktiviert. Alle Systeme laufen. Verlassen wir diesen ekelhaften Erdtümpel und suchen wir die Kinder. Ich glaube, sie sind über einem schneebedeckten Berg notgelandet. Ja, und weg sind sie. Aber der Motor schien wohl nicht ganz so reibungslos zu laufen. Ja, aber hier haben wir ein Puzzle. Wunderbar, das nächste. Also, aber jetzt gehe ich nochmal hoch zurück in die Stadt und hole mir das Puzzleteil von Jolly Roger ab. So, und dann gehen wir wieder zurück nach Atlantis. Lassen uns von Humba Wumba verwandeln. Und dann, glaube ich, können wir uns sogar den Endboss stellen. Ja, ich glaube, das können wir sogar machen. Oder sollte ich erstmal das Minispiel machen? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. So, aber ich glaube, auch hier können wir ein paar Puzzleteile überhaupt noch nicht holen. Erstens das in der Fischhöhle. Ja, das in der Fischhöhle haben wir schon. Kann ich euch aber gleich mal zeigen. So, aber erstmal. Roggy! Wir haben deine Freundin gerettet. Ach, die ist ja sogar schon hier. Danke, dass du meine Partnerin gerettet hast. Das war doch ein Klacks. Nein, ehrlich, ich bin dir sehr dankbar. Willst du einen Becher feinster Ingwer-Limonade auf Kosten des Hauses? Vielleicht später. Dann nimm wenigstens dieses bescheidene Schmuckstück an. Ja, gerne doch. Zu einem Puzzleteil sage ich nie nein. Ja, der freut sich jetzt natürlich, dass seine Partnerin zurück ist. Danke für die Rettung aus der übelriechenden Innereien dieses grässlichen Seeungeheuers. Das war doch nur ein ziemlich großer Fisch. Mir kam er wie ein Ungeheuer vor. Ja, kann man sehen, wie man will. Kann man wirklich sehen, wie man will. Das Viech ist ja auch groß. So, welche Puzzleteile können wir denn noch nicht holen? Genau. Erstens das hier.
für die kleinen Schweinchen, dass wir das Wasser wieder sauber kriegen. Dann Tipptopps Ei. Und dann das Puzzleteil hier, das wir hier aus der Höhle holen können. Da brauchen wir für alle drei Moves aus anderen Welten. So, aber hier ist noch eine Tür, die wir mit dem Kasumi-Torpedo noch öffnen können. Ja, das Puzzleteil hier. Da kommen wir nicht ran. Da kann auch nur Kasumi alleine hin. Ah, und seht mal, der Fisch da. Der hat eine Cheeto-Seite. Die will ich haben. Will haben. Her damit. Her damit. Ich sagte, her damit. Ich sagte, her damit. Geht doch. So, und wo war jetzt die Tür? Die war da hinten, ne? So, Fischlein. Und du lässt uns da hinten in Ruhe? Super, das hat doch geklappt. Ja, da hat er sich schon aufgeblasen. Aber jetzt erstmal hier durch. So, wenn wir das Puzzleteil haben, dann werde ich zu Wumba gehen, werde mich verwandeln lassen und mich dann in die Spindhöhle begeben. Und dann werde ich den Part beenden, Leute. Der ist jetzt auch schon so ein bisschen lang geworden. Ich muss ja auch noch rendern und die anderen vorigen Parts noch bearbeiten. Das habe ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht. So. Vor allem zum jetzigen Zeitpunkt. Ich krieg auch schon französischen Akzent hier. Wir haben hier zu viele Frösche. Ach nee, es führt uns hier zu einem Jinjo. Der fünfte von neun. Ja, okay, wir haben jetzt drei schwarze Jinjos gefunden auf einmal. Schon ein bisschen komisch. Ah, manchmal ist die Verteilung der Jinjos schon ein bisschen merkwürdig. Muss ich ja sagen. Aber ist ja sowieso für jeden Spielstand immer wieder random. So, raus hier. Dann auch mal wieder raus hier aus dieser Höhle. So, ich nehme jetzt einfach den kurzen Weg und benutze die Warpfelder. Geht am schnellsten. So, den Glowball für Wumba, den haben wir ja schon. Und ich hoffe, dass mir der Emulator nicht abschmieren wird. Das wäre nämlich äußerst scheiße, wenn mir das passieren würde. So, wo mussten wir denn da hin? Ne, Atlantis müssen wir hin, genau. So, da wären wir wieder. Dann mal auf zu Wumba. Wumba, Wumba. Ich mag diese Musik. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr wollt, aber ich mag die Wasserlevel. Manche mögen sich ja beschweren, dass Wasserlevel scheiße sind. Okay, bei Banjo... Ach, ich wollte sagen, bei Zelda Ocarina of Time kann man das ja verstehen. Der Wassertempel war da jetzt ein bisschen nervig, aber nun gut. So, Wumba. Du haben Glaube, wollen es Wumba geben? Na klar. Natürlich, ich werfe es einfach hinein. Zauber fertig. Spring in Wumba-Becken. Ja, gerne Wumba. Aber in was wir hier verwandelt werden, werde ich jetzt mal einen kleinen Cliffhanger machen und hier jetzt den Part beenden. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass mir der Emulator sonst abschmieren könnte. Also dann, Leute. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und Banjo strampelt sich hier erstmal einen ab. Also absaufen wird er hier garantiert nicht. Er steht ja mehr oder weniger auf festem Boden. Also dann, Leute. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Part. Tschüssi!